Haben Sie an ein mögliches Ende gedacht? Folgen Sie unserer Geschichte nach dem Blackout in der Stadt Hameln. Ich fürchte, wir müssen noch keinen höheren Betrag anbieten. Von meiner Firma kann ich Tausende dazugeben. Von meinem Reisebüro 500. Ah, die Bank gibt 3000, sicher. Das ist richtig. Im Büro. Also, wir haben diese Bezahlung noch nicht bekommen. Beim Einkaufen. Liebe Valentina, kannst du mir Bargeld geben? Ich kann nicht einkaufen gehen. Die Bargeldkarte funktioniert so nicht. Natürlich, gern. Auf der Straße. Straße gefragt. Es ist gleich um die Ecke rechts. So, es ist nicht so weit. Soziales Verhalten vor und während des Blackouts. So, pass auf bitte! Hallo! 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 Alles gut. Und in der Familie. Marco, wie ist der Wein? Er schmeckt sehr gut. Prost! Der Bürgermeister hier. Liebe Frau, bitte versuchen Sie noch einmal unsere Stadt von den Viren zu befreien. Wir werden Ihnen die von Ihnen gewünschte Summe geben. Ja, gerne. Aber dieses Mal geben Sie mir zuerst die versprochene Belohnung. Danke. Gut gemacht, Herr Bürgermeister. Hallo? Guten Tag. Guten Tag. Es ist Ihre extra Lohn. Dankeschön. Bitteschön. Die ganze Stadt hat sich daran beteiligt. Ende gut. Alles gut.